Ja, ich würde sagen, das musst du übersetzen. Der einzige kohärente und radikale Destrukteur in der Geschichte, das ist Nietzsche, weil er mit einem Hammer arbeiten wollte. Nicht also die normalen Dekonstrukteure, das sind Leute, die und das ist natürlich ein Widerspruch. Sie wollen den Logos dekonstruieren mit logischen Argumenten einigermaßen. Das heißt, sie arbeiten mit dem Logos gegen den Logos. Das ist eben das, was Habermas einen performativen Widerspruch genannt hat. Nicht? Und das gilt also für alle Dekonstrukteure, die vom Lager der Philosophie kommen, also wie Derrida selbst und natürlich und Heidegger. Nietzsche war der einzige Radikale. Nicht? Also, aber insofern, in der Dekonstruktion ist es wahr, dass es einen logischen und performativen Widerspruch gibt. Aber das ist unvermeidlich. Das ist unvermeidlich. Also, das heißt, die Frage war zunächst mal nach dem Zusammenhang von Konstruktion und Logik. Also du würdest doch sehen, dass die im Grunde zwei Ausprägungen desselben Ordnungsprinzips. Ja, gut, aber eben, also da liegt eben der Widerspruch. Man kann also die, wenn der, die Konstruktion eine logische Konstruktion ist, kann man nur sozusagen mit den Waffen der Logik dekonstruieren. Das ist eben der Widerspruch. Also. Und die Architekten sind natürlich Logiker. Also, this point is, if I understand it right. I'm not so sure if I really agree here, but that as long as you follow a kind of rational, logical, profound method, whatever it is, if it's informed by the material, is it informed by other sentience, that really makes no difference. You know, the people, the architects, they are rational people, obviously. So as long as you do that, you are still under the spell of the logocentrism. You are still trying to make sense out of it. The only real deconstructor is Nietzsche, by taking the hammer and make everything kaput. Because then, there is at least, he is at least honest enough, not by, just to make your own building. Because as we all know, the reconstruction, Derrida comes up with his own building material. Very weird building maybe, but it is a building. Maybe nobody else is that he can live in there, but it is a building. But Nietzsche, at least in his attention, actually he also had a building at the end, you know, aside. But he at least tried to, was very radical by destroying it. Yeah. And in some ways, silence is also destroying. Und, shut up, don't talk anymore. Aber Nietzsche wartet auf einen neuen Gott, aber das kann man. Man kann darauf warten. Here he is, and Nietzsche is dead. Okay, any other common German, English, French, Spanish, actually. Huh? He likes Spanish. He loves to speak Spanish, also to speak more than one language. Yeah, more than one language. English, he understands, as you can see, but doesn't speak yet. So you have to teach him. Yes, please, Jared. On page 7, in the very middle. Page 7, yeah. It says. Which paragraph? Right, the very middle of the page, middle paragraph. Universal monolingualism, whether it be English or some other language, is one of the greatest dangers threatening our world. We actually talked about this in class a little bit today too. And then the very last sentence, the ever necessary enemy or power of deconstruction means the rejection of self-referentiality. Is this a contradiction? Yeah. And I guess my real question is, does it really have to be such a dichotomy? You know, either we have this global language and we all lose our self-referentiality, we have that and nobody can communicate. Is there nothing in between? Ja, Übersetzung. Naja, also Ihre Frage ist zwischen, auf der einen Seite sagst du mit dem Postmodernen, es gibt keine Universalitäten mehr. Auf der anderen Seite nicht, und deswegen haben wir diese, auf der anderen Seite die größte Gefahr, nicht, ist ja auch diese Self-Referenz. Reality, nicht? Also, dadurch, dass wir die Gemeinsamkeit zurückweisen, ist das nicht
heißt das nicht, dass wir gerade dann nur noch autistisch werden, also nur noch selbst wirksam sind? Rejection of selbst. Ja, aber also. es ist die Rejection of the Unity, the dream of unity first, okay? Ja, ja. Dann, wenn wir keine Einheit mehr haben, werden wir automatisch auf uns zurückgeworfen. Nein. Das also, weißt du auch zurück. Nein, die Selbstreferenzialität, die Ich-Bezogenheit, das ist eine Form der Schließung, der Zuschließung, das ist keine Öffnung auf den anderen. Im Gegenteil, das ist eine Form also der Totalisierung von sich selbst. Insofern geht es in dieselbe Richtung wie das, was ich also die Ideologien oder die Utopien genannt habe. Nicht? Also es geht um einen Versuch, sich selbst als Zentrum zum Zentrum zu machen, nicht? Also, und was die Dekonstruktion zu vermeiden versucht, ist eben, dass es überhaupt ein Zentrum gibt. Es gibt kein Zentrum mehr. Das ist dezentralisiert, dezentrisiert. Also, so ist das, nicht? Also. Sherry, it may look a little bit like that. If you reject the opening to the global unity, that only you are going back to yourself. But he said the real enemy is the idea of totality itself. We be it the totality of all, of the global, or the totality of an ego. What we have to learn is to live in between. Nicht? We are as local as possible and as global as necessary. Or this is the other way around. To have and deconstruction helps us to reject those what's it called? Yeah. Also so extremes, man. It's something against the extremes, which have this idea of this is all there is. The world as such is all there is, or me is all there is. Fact is probably something in between. Not me, not the world, just tonight.